Und der Lüfter wurde jetzt einmal montiert mit zwei kleinen Winkeln, ganz einfach auf die Platte geschraubt. Zusätzlich habe ich auf der Unterseite Leisten angebracht. Da werden wir versuchen, dann die meisten Kabeln unsichtbar unter der Platte zu verlegen. Das ist für die Optik eine relativ einfache Lösung, was sicher dann etwas besser aussieht. Als nächstes kommt jetzt unsere Ozonröhre an die Reihe. Die werden wir in etwa in diese Position bringen, nachdem die dann da unten schön im Luftkanal sitzt, passt es auch sehr gut. So, jetzt haben wir unsere kleine Ozonröhre auch schon montiert. Die werden wir jetzt die Verschraubung lockern. Okay, brauchen wir einen Schlüssel. Aber bevor wir das jetzt machen, habe ich einige Löcher gebohrt, wo wir dann mit den Drähten vom Hochspannungstrafo, wie vorhin gesagt, unter der Platte fahren und dann hochkommen, um so die Kabel und Drähte von der Oberfläche verschwinden zu lassen. Was bei diesen Hochspannungsdrähten generell zu empfehlen ist, dass man einen Schutzschlauch, zum Beispiel aus also einem normalen Luftschlauch, kann jeder PVC-Schlauch im Prinzip sein, drüber schiebt und damit er zusätzliche Isolierung schafft, um die hohen Ströme, in dem Fall die hohe Spannung, voneinander abzuschirmen. Im Prinzip beim Hochspannungstrafo, ist ja wichtig, dass durch ganz hohe Spannung ein Funkensprung entsteht. Und in diesem Funkensprung, der gewollt in dieser Ozonröhre vonstatten geht, da bildet sich dann unser Ozon. Und diesen Funkensprung wollen wir auf keinen Fall irgendwo außerhalb der Ozonröhre haben, sondern nur in der Ozonröhre drinnen. Und deswegen ist eine gute Möglichkeit, einen zusätzlichen Schutz mit so einer ganz billigen Möglichkeit in Form von einem Luftschlauch zum Beispiel zu machen. Bei diesem kleinen Ozongenerator braucht man jetzt nicht aufpassen, wie man diese Drähte an die Ozonröhre anklemmt. Normalerweise gibt es da häufig einen roten und einen schwarzen Draht, einen dicken und einen dünnen, wobei der dicke Draht zu 99% immer auf den Röhrenkern kommt, also sprich auf den Anschluss, der die innere Röhre bildet, und der dünne Draht meistens irgendwo auf der Kühlung, auf den Kühlrippen sitzt. In den meisten Fällen ist es der schwarze Draht. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt nicht wirklich generelle Standardregeln. Da ist immer wichtig, wenn man so einen Ozongenerator sich als OEM-Set, wie es genannt werden, kauft, dass man dann auf der Beschreibung schaut, welcher Anschluss, welcher Draht gehört wohin. Ja, und jetzt werden wir einfach einmal hergehen und den HS-Trafo und die Ozonröhre miteinander verkabeln. Das werde ich jetzt einmal machen und dann schauen wir weiter. Ja, nun habe ich den HS-Trafo fix mit unserer Grundplatte verbunden, genauso wie die Ozonröhre. Und wie ihr wahrscheinlich ganz gut erkennen könnt, bei diesen beiden Löchern geht der HS-Draht auf die Unterseite und wird dann da in schönen Schleifen wieder nach oben geführt und kommt letztendlich hier raus und wird direkt an die Ozonröhre angeschlossen. Wie gehen wir jetzt weiter vor bei unserem Bau von diesem kleinen 1 Gramm Ozongenerator? Nun, als nächstes werden wir versuchen, den Kasten für die Elektroinstallation so zu positionieren, dass sonst nicht im Wege ist. Und ganz zum Schluss kommt dann noch die Luftpumpe zum Einsatz. Aber ich denke, ich werde jetzt zuerst einmal diesen Kasten hier verbauen. Ja, nun habe ich die Verteilerdose fix montiert. Diese Anschlüsse, die werde ich drauf lassen, da ich diese Luftpumpe woanders normalerweise verbaut habe.
Luftpumpe selber ist auch mit einem Schrauben fixiert worden auf unserer Grundplatte. Und auch hier habe ich jetzt die Anschlussdrähte für 230 Volt in die Dose geführt. Diese beiden Drähte habe ich wieder zusammen in so einen Silikonschlauch zusammengeführt, damit wir da draußen nicht zwei Einzeldrähte liegen haben. Vielleicht an dieser Stelle der Tipp, wenn man denkt, man bekommt diesen Silikonschlauch nicht über den Einzeldraht drüber, was manchmal echt schwierig ist. Es hilft da ganz wenig Gleitmittel in Form vielleicht von einer Schmierseife oder normalen Seife zum Beispiel, mit denen man einfach die Drähte einschmiert und dann den Silikonschlauch drüber schiebt, der flutscht dann so richtig schön auf. Wie geht es jetzt weiter? Nun, unser schöner großer Ventilator sitzt zwar ganz brav an seinem Arbeitsplatz, aber was ihm fehlt, ist die Verkabelung. Und die werden wir als nächstes noch verlegen. Da habe ich vor, dass ich ungefähr hier durch die Bodenplatte gehe, unter der Platte nach vorne fahre und dann irgendwo, vielleicht sogar in diesem Bereich hier gegenüber, in unsere Dose hineingehe, wo wir dann diesen Ventilator ebenfalls anschließen werden. Ja, im Prinzip ist jetzt unser grober Aufbau vom Ozongenerator fertig. Die Luftpumpe ist verkabelt bzw. verdrahtet. Ebenso der HS-Trafo ist angeschlossen und auch der Ventilator hat das Kabel jetzt da unten verlaufen und ist ebenfalls hier in unserer Sammeldose angeschlossen. Als nächstes muss ich noch eine Stromzuleitung machen. Das heißt, wir wollen ja auch diesen Generator mit Strom versorgen und dann können wir den Deckel drauf geben und im Prinzip ist dann unser kleiner 1 Grammer beinahe fertig. Denn was dann kommt, ist noch die Verschlauchung. Die geht aber wirklich ganz, ganz schnell. Ja, ich bin jetzt nahezu fertig mit dem Aufbau vom Ozongenerator. Der elektrische Teil ist angeschlossen. Ich habe ein kurzes Kabel genommen. In der Praxis wird es wahrscheinlich sinnvoll sein, da ein längeres Kabel zu nehmen. Aber es war halt ein Reststück, das ich noch rumliegen gehabt habe. Die Verschlauchung der Luftpumpe. Diese Pumpe hat zwei Ausgänge. Nachdem ich den gesamten Luftflow, den diese Pumpe erzeugt, nutzen möchte, habe ich es über ein kleines T-Stück zusammengeführt auf eine Leitung und dann den Schlauch auf die Ozonröhre montiert. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Der Schlauch muss ganz raufgeschoben werden. Das sind so kleine Nasen. Und wenn man dann die Sicherungsmutter drüber gibt, dann hält diese Verbindung wirklich sehr, sehr gut. Und das gleiche werden wir jetzt auf der zweiten Seite machen. Das ist unser Ozonauslass. Da kommt dann dieses Schlauchstück ran oder drauf. Mit diesem Schlauchstück findet sich am Ende dann unser Sprudelstein, den wir nachher da hinten in diese Gläser hängen werden. Was wichtig ist, bei diesem Rückschlagventil vorher immer die Durchflussrichtung kontrollieren, indem man einmal kräftig durchpustet und dann entsprechend das Rückschlagventil montiert, dass gesicherter Durchfluss gewährleistet ist. Wir werden das jetzt genauso machen wie auf der anderen Seite, werden hier diese Schlauchmutter drüber geben und dann den Schlauch montieren. Gehört wie gesagt ganz fest drauf geschoben, bis dass er ansteht und dann mit der Mutter gut und fest gesichert. Und schon hat man wirklich eine gute Verbindung. Was vielleicht wichtig ist, generell, wenn man den Ozongenerator betreiben möchte, wo man einen hohen Gegendruck hat, zum Beispiel bei einem Inline-Mischer, dann gehören all diese Schlauchstücke
zusätzlich mit einer Schlauchklemme gesichert. Allerdings muss man dann auch eine kräftigere Luftpumpe nehmen. Jetzt habe ich hier in diesem Fall einfach eine Aquariumpumpe, da die zu wenig Druck aufbaut.